Brandy hier. Und ich werde jetzt hier wahrscheinlich das letzte Live-Spiel aufnehmen von Let's Learn Zerg. Ab jetzt werden schätzungsweise mal, weil ich mich dann besser beim Spiel konzentrieren kann, also Analysen kommen von Replays, von mir halt, wie ich gespielt habe da, oder von anderen Kumpels, das muss ich noch besprechen, je nachdem, wer Lust und Laune hat, da mitzuwirken. Wir spielen jetzt hier, jetzt glaube ich, ich bin immer noch in Hots, in Gold, mittlerweile bin ich so Top 15, Top 10 teilweise, und es ist halt ganz klar das Ziel jetzt, in die Platin-Liga aufzusteigen. Das wiederum wird mir wahrscheinlich nur gelingen, wenn ich mich auch wirklich voll konzentrieren kann aufs Spielen. Und ich packe das irgendwie zurzeit nicht so wirklich zu zocken oder und gleichzeitig auch zu reden. Beziehungsweise ich habe das, glaube ich, noch nie gepackt, sondern immer nur gedacht, dass ich das packe. Und ich schätze mal, das ist auch wahrscheinlich der Grund, wieso ich so viel Unsinniges verloren habe. Schicken wir es mal direkt in die Main. Wisst ihr was? Machen wir noch einen. Machen wir ein Safe Game. Wir spielen 15 Pool. Wie gesagt, müssen wir den Obi aber hier hinfliegen. So, 15 Pool wird auf jeden Fall gespielt. Ich konnte das eigentlich noch nie, dieses Quatschen und währenddessen reden. Und ich weiß gar nicht, woher ich das her habe, dass ich das überhaupt probiere. Wie ihr seht, hat sich an meinem Bild ein bisschen was geändert. Wir spielen Gas before Hedge, also wir spielen natürlich Pool first, ist logisch, also Rotschleim Pool, für die es noch nicht so wirklich verstehen, und daraufhin gleich eine 16er Hedge. Erstmal hier alles einlagern, hier umso hat einen weiteren Weg, deswegen muss man hier dingensen. Ansonsten hat sich für den Anfang eigentlich im Prinzip nichts geändert. Wir spielen immer noch 17 Ovi. Muss ja, sonst wird es eng vom Supply, würde ich mal jetzt so kritisch behaupten. So, wir gucken uns das mal an. Also unser Gegnerlein spielt. Wir spielen jetzt erstmal eine schöne Queen. Ziehen mal 100 Gas was ab. Bauen ein paar Linge, um mal abzuchecken, was so läuft. Und noch ein paar Linge für den Fall, dass wir gerusht werden. Es ist Gas, es ist keine Queen vorhanden. Wir werden gleich sehen, ob es noch mehr Gas wird. Für die Sicherheit nehme ich uns mal die Watchies, beziehungsweise machen wir es so. Und ich werde jetzt mal ein bisschen noch drohnen. Da war was, was mir nicht gefasst hat, es war nur ein Obi. Das ist okay. So, wir haben jetzt hier unsere Ding fertig. Was ist das denn jetzt? Bauen wir hier noch eine Queen. Bauen wir hier einmal da Linge hin. Einmal da, für den Fall, dass jemand meint, ausbüchsen zu müssen, bauen wir noch einen Safety Crawler. Ja, alles verschwendet, ich weiß. Aber ich finde Safety first. Und das habe ich schon echt oft erlebt jetzt, dass da echt sowas passiert. Na, dass da einfach zack und zack. Injects müssen wir machen. Vier paar Linge. Wollen die da jetzt hoch? Nee, wollen die nicht. Das heißt, wir können dann ein wenig drohnen. Machen wir das so. Weil wir ja noch ein paar Drohnen over haben, kann ich ja die Drohnen hier benutzen dazu. So, lass mich jetzt hier Injects machen. Injects. Komm. Wir verändern das wieder so. Und Drohnen komplett auf. Müsste eigentlich in dem Fall jetzt so erreichen.
dass wir wirklich die Gase jetzt nehmen. Wir gehen jetzt auf einen Early Roach Warren. Oh fuck. Oh fuck, Missklick. Egal. Queens kann man nachbauen. Ja, Banelinge. Na, Kumpel, da habe ich ja noch ein Wörtchen mitzureden. Ach, ist kein Problem. Ich wusste, dass das kommt, deswegen ist das alles kein Stress. So. Ja, soll er halt kommen. Was soll ich jetzt sagen? Ich habe so viele Linge gebaut. Sehr schön. Oh Mann, komm. Ja, das passiert, wenn ich ein bisschen abgelenkt bin auch. Oh fuck, nee, das darf nicht passieren. Wir dürfen nicht so viele Linge einfach so abgeben. Wir müssen ein paar Crawleries bauen. So, habe ich hier noch. Oh, machen wir ein paar Crawlers. Ich brauche die Watchies. Ich brauche die Scouting-Info von der dritten. Und der Rest ist erledigt. Wir können uns jetzt... Ich habe immer noch keinen Leer reingehauen. Aha. Das ist natürlich eher semi-optimal. Er hat noch keine dritte. Das ist schon mal nicht schlecht. Wir haben drei Crawler. Soll er halt vorbeikommen? Ja, soll ich sagen. Ein paar Banelinge. Okay. Aber wir haben jetzt Roaches. So, jetzt müsste es aber auch reichen. Schicken wir mal die Lingelein hier vor, um zu scouten, wo hier so ist. So, ansonsten hätten wir das eigentlich sogar soweit. Da müssen wir ein bisschen hier scouten, ob der Gegner auch schon auf Roaches geht. Und dann hätte ich auch alles, was ich brauche. Nee, Linge, 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 Linge. Er geht hier auf Leer. Wahrscheinlich auf Mutter-Tag. Bauen wir mal alles Anti-Mutter-Lisk. Hydro-Lisk-Dent. Oh, bitte. Ja, Mutter-Tag. Machen wir das mal einfach so. Ne, wir sammeln sie erstmal hier. Und dann hier bauen wir noch aus. Ich brauche eigentlich jetzt eine dritte. Ja? Eigentlich. Aber so viele Muten kannst du gar nicht haben. Jetzt baut er auch noch Roaches. Alles klärchen, ziehen wir uns mal zurück. Bauen wir uns mal aus mit Roaches wieder. Bauen wir die Ranges noch. Und jetzt baue ich langsam Hydras. Das ist wichtig. Ja, Mai. Das passiert, wenn das Roach-Upgrade immer noch nicht durch ist. Ja. Muss man einfach so sagen.
Wir bräuchten eventuell vielleicht ein. Ja, eigentlich bräuchten wir es, aber. Ich habe jetzt kein Geld dafür. So, jetzt haben seine Ulen auch keine Wirkung mehr. Spätestens jetzt müsste das passen. Machen wir mal eine Mischung aus Bauten. So, wir gehen jetzt mal rein. Ne? Bauen noch ein paar Obis, of course. Wir haben zwar 0-0er, aber wir haben etwas, was effektiv ist gegen Roach Hydra. Was gegen seine Roaches und seine Muten recht okay ist eigentlich. Wir brauchen ein paar mehr ja, Dinger hier. Wir brauchen aber auf jeden Fall auch die Evos jetzt. Die sind eh viel zu spät angedrückt, die Upgrades da. Von daher, ich weiß gar nicht, ob wir das noch gewinnen können, wenn ich ehrlich sein soll. Muss halt aufpassen, dass meine Roaches vor den Hydras stehen. Das ist ganz enorm wichtig, essentiell dafür, dass wir, ob wir da irgendwo was reißen können. Oh ja. Oh, das tut weh. Oh. Ja. Wir brauchen den DPS eigentlich, aber haben wir damit jetzt nicht mehr. Wir müssen uns jetzt sammeln erstmal, sonst ist es vorbei. Und ich muss auf every Fall jetzt mal meine Upgrades durchchecken lassen. Wenn der jetzt kommt, dann ist Schicht im Schacht. Hat er jetzt eine dritte, eventuell muss ich mal scouten. Eigentlich wollte ich den gesunden behalten. Genau, bei mir auf 1. Ne, er hat auch, aber er baut sich hier gerade eine dritte. Da muss man hier mal ein bisschen denyen. Muss man einfach so sagen. Aber, wenn er eine dritte haben will, brauchen wir ganz klar auch was. Und wir haben ein wenig Creep Spread im Gegensatz zu ihm. Bringt uns jetzt eigentlich nicht besonders viel. Aber ist besser als nichts. Sag ich mal so. Mal gucken, was er so hat. Ein paar Roaches. Line. Ja. Versuchen wir ihn mal auf offenem Felde zu erwischen. Sonst sieht's ziemlich, ja, ich sag mal, ungesunder aus für uns. Wir brauchen auf jeden Fall auch neue Hydras. Wir haben jetzt ein paar wieder. Aber wir brauchen auf jeden Fall den DPS, den wir damit haben. Wo seid ihr denn? Sammeln. Wir brauchen Tanks, ne? Das ist einfach so. So, und da gehört ihr Hydras nämlich nicht dazu. Oh fuck, das sind zu viele. Oder? Ja. Um drauf zu gehen, eindeutig zu viele. Ich hoffe jetzt mal, dass wir das überleben. Bauen wir ein paar Hydren. Ein paar Hydras. Ja, das habe ich schon gehört. Deswegen müssen wir hier ein bisschen zumachen. So, jetzt natürlich. Ne? So,
Und ich glaube, es ist nicht ganz so clever, dass ich hier nur Dinger baue. Ich glaube, ich baue mehr Roaches. Ich habe zu viele Hydras jetzt, glaube ich. Ja, ich würde jetzt mal behaupten, das Spiel ist verloren. Wir haben echt blöd gespielt, aber da seht ihr jetzt mal, warum ich auch gemeint habe, dass es eventuell leichter wäre für mich zum Spielen, wenn ich nur Dingens mache, also nur spiele und danach eventuell das Commentary mache. Das ist so die Auswirkung davon. Wir haben enorm viele Hydras, einige Roachlines. Einfach jetzt die Hoffnung zu haben, dass wir jetzt hier ein paar Treffer landen können, würde mir eigentlich schon reichen. Die müssten ja gut. Seine vier Muten da, die tun uns jetzt nicht so weh. Es tut uns jetzt eigentlich mehr weh, dass wir hier jetzt Second Base schon ausgemeint haben. Würde ich jetzt mal sagen. Das sollte uns und das tut uns auch definitiv mehr weh, als wie das, was da steht jetzt. Ich hoffe mal, dass wir sie hier erwischen können. Er hat keine vierte Base im Bau. Oh nein. Oh nein. Oh, das tut so weh. So, wir haben die Hedge nie dazu gekeyt. Das ist natürlich sensationell von uns gemacht. Ja, wollte nur scouten. Ja, ein paar. Schon. Mach mal keinen Stress hier. So. Eventuell reicht er jetzt. Wir haben schon 2-2. Müsste, hoffe ich. Oh, so gasintensiv. Was diese Verluste gerade anging. Ja, toll. Jetzt müsste aber wieder Income reinkommen, bitte. Sonst wird es kritisch bei uns, ne? Wir haben uns beide verbunden. Versteht ihr? Ja, wir haben leider nicht mehr genug Income. Was ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen kann, aber was soll's. Wir werden uns jetzt mal versuchen zu maxen. Das wäre jetzt der erste Versuch, würde ich mal behaupten. Ich brauche auf jeden Fall noch eine Base. Ich brauche Saturation. Der hier ist tot, okay. Machen wir das halt einfach so. Army Value eventuell same. Ich darf ihn nicht durchkommen lassen. So, wir haben 2-1 Angriff.
Okay, wir bauen hier gerade noch eine Hedge. Wir brauchen halt einfach mehr Resources. Weil das, was wir spielen, das halt einfach nicht zu finanzieren mit Two Hedge. Two Base meine ich, Entschuldigung. Muss mal scouten. Ob er hier was hat. Nee, hat er noch nicht. Mal schauen, ob er hier was hat. Hier auch schon der Geist hier tot. Ha? Ah, das macht doch viel mehr Spaß dann jetzt. Genau, wir haben jetzt hier. Ah, da baut er seine vierte Base. Die kriegt er aber nicht. Probieren wir es einfach. Was soll uns passieren? Ich meine, wir haben eh wahrscheinlich eh schon verloren. So, nochmal so eine Wall hier. Wir haben eine Menge Hydras. Das ist echt gut. Und wir brauchen noch Roaches. Die sind jetzt extrem im Winter wichtig. Und wir müssen die Base hier halten. Weil sonst ist alles verloren. Sehr schön. Sehr schön. Okay. Der hier ist tot. Okay, machen wir es einfach so. Passt. So, dann sind wir jetzt Max und dann können wir drauf. Hydras regeln. Nachbauen. Wir dürfen auf jeden Fall nicht diese Hydras alle verlieren, weil sonst ist das Game GG. Na, kommt was raus jetzt? Sehr schön. Wirklich großen Schaden hat er uns nicht gemacht. So, jetzt haben wir auch wieder ein paar Hydras noch und können darauf. Ja, das haben wir sogar noch in der Hand. Yes! Geil. Ich weiß es nicht wie, wahrscheinlich weil wir eben die Saturation hier hatten dann am Ende. Das war wahrscheinlich der einzige Grund, wieso wir das noch gewonnen haben. Leute, Mann. Ernsthaft. Ich wollte eigentlich eine Ladder Session einlegen heute noch so eine halbe, dreiviertel Stunde, so ein bisschen noch spielen. Aber dass sich das erste ZVZ gleich so in die Länge zieht, Mann, Mann, Mann. War der denn 2-2-2? Ja, der war auch 2-2. Aber er hatte halt nur Roaches, ne? Roach, Mutter, Ling. Er hätte in die Ullen gehen müssen, dann wäre ich direkt tot gewesen. Muss man einfach so sagen. Aber so reißen wir ihm alles ein. Außerdem hatte er...
Er hatte keine Bedrohung wahrscheinlich auf der dritten, nur seine einfache Bedrohung. Er hatte zwar eine Makro-Hedge, es war toll für ihn, aber er hat keine richtige Bedrohung, oder? Hat er nur seine paar Dinger hier. Eventuell hat er das Ding hier abgegriffen. Auf Hive hat er getaggt. Hatte er schon den Hive-Tag irgendwo abgehauen, abgelegen? Nee, hat er nicht. Nee, hier oben hat er auch keine Base. Eventuell hier, hat er hier was hingebaut? Das wäre nämlich ganz frech gewesen, wenn er hier seine Hidden Base gemacht hätte. Nee, hat er nicht. Da ist nämlich auch nichts, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann hat er eigentlich nur Hive für 3-3 benutzt. Und das, mein Kumpel, ist optimistisch gegen einen 3-Bay. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5 Hedges gehabt. So wie hier wie du. Nur dass deine Makro-Hedge halt, ja, makrolastig ist. Meine nicht. Meine war eher für die... Oh, Top, oh, oh, das ist natürlich Rang 9, meine Freunde. Fürs Farmen gedacht, ne? Wir hatten noch ein bisschen APM mehr. Gut, wir hatten Zeit am Versorgungslimit. Na gut, wir waren eigentlich im Prinzip überall besser, außer im Spending. Und das ist natürlich sehr, sehr schlecht gewesen. Ja, über 1000. Ziel war es eigentlich bei mir, am Ende der Season unter den Durchschnitt zu kommen von unter 1000, unter einer Minute. Unter einer Minute packe ich nicht mehr. Gut, meine Durchschnitts-APM werde ich wahrscheinlich noch auf die 80 bringen und die Worker sind mit 71 okay. Also es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ich war nur ressourcentechnisch vorne, einheitentechnisch war er, gebäudetechnisch war ich, Technologie war er natürlich wieder vorne. Seine Army war aber zu keinem Zeitpunkt, bis auf da, wo er mit seinen Lingen kam, glaube ich, nee, das war hier. Das war wahrscheinlich da, wo er dann Roaches noch gepumpt hatte und wo ich hier nur Roaches hatte und die verloren hatte gegen Muten. Hat er wahrscheinlich... Ja, das ist halt blöd von ihm gewesen, dass er halt auf Roach, Muter Roachling geblieben ist. Aber da war ich natürlich auch im Count deutlich vorne. Das heißt dann dementsprechend eigentlich auch im Ressourcen-Count. Da war ich auch das ganze Match über vorne. Upgrade-technisch war er vorne. Ich glaube, der hat seine Muten auch abgegradet gehabt. Ja. Ne? Insgesamt an sich nicht schlecht. Wir stehen jetzt kurz vor dem Einzug in die Top 8. Das ist so das Ziel eigentlich gewesen. Top 8. Eventuell die Saison. Es sind ja nur noch 100 Punkte bis zum Platz 1. Auf Platz 1 beenden. Aber ich schätze mal, das ist eher so eine Sache, die, ja, die ist eher so nebenrangig, sage ich jetzt mal, sagen wir das mal so, genau, ja. Auf jeden Fall wäre das Ziel halt mit dem Rahmen, diese Saison abzuschließen oder natürlich halt, so wie es halt in Wings of Liberty ist, einfach mal in die Platin-Liga aufzusteigen. Ist aber natürlich nicht ganz so einfach wie dort. Also, da arbeite ich echt schon hart dran. Ihr seht ja meine Siege-Niederlage. Ich habe insgesamt 112 Spiele gemacht die Season. Nur hier. Ja, bei Wings of Liberty auch nochmal um die 80 oder so. Und dann bin ich bei 200-300 Spielen die Season. Recht viel eigentlich. Wenn ich mir überlege, dass ich insgesamt nur 700-800 mittlerweile habe. Eigentlich brutal. Die Season ist schon... Da habe ich richtig Motivation gehabt. Ich habe ja auch die Season eigentlich wieder in Bronze angefangen. Ich weiß gar nicht, ob das jemand noch weiß. Die Season habe ich noch in Bronze angefangen. Das war ja das Härteste. Ne? Bronze angefangen, jetzt stehe ich Top 8 Gold wieder. Was heißt wieder? Das erste Mal eigentlich, dass ich so hoch in Gold stehe, mich hochspielen kann. Das heißt, ich bin auf guten Wege in die Richtung Platin. In jedem Fall. Und freue mich darauf, muss ich sagen. Hoffe natürlich auch, dass es weiter nach oben geht, ist ganz klar. Aber wir wollen ja nicht immer gleich übertreiben, würde ich jetzt mal behaupten. Ne? Doch, eigentlich will ich immer übertreiben, aber man muss es, ne? Ja, wisst Bescheid. Ne? So, dann in dem Sinne, hoffe ich, hat es euch gefallen. Wir werden natürlich immer mal wieder ein Live-Spiel machen. Ich werde auch schauen, dass ich mal eine bessere Leitung bekomme. Dann darf ich auch mal anfangen zu streamen. Ja, ja.
Für das Video, das werde ich jetzt mal als, also es sind natürlich einige Videos wieder hochgeladen worden. Ein paar, ich glaube 5 Stück oder so, eine Handvoll halt. Und da muss ich ehrlich gestehen, die sind unfreiwillig freigeschaltet worden. Also ich wollte die eigentlich zu einem späteren Zeitpunkt freischalten. Das sollte eigentlich mein primäres Video werden. Das sollte eigentlich heute die Premiere werden, dass ich wieder aufnehme. Aber ja, was soll ich sagen? YouTube hat gemeint, nee, nö, nö. YouTube hat gemeint, nö. Darf nicht und deswegen sind die Videos auch freigeschalten. Aber davon lassen wir uns jetzt mal nicht beirren. Tja, ab heute gibt es wieder Videos. Ja, ihr habt richtig gehört, ab heute gibt es wieder Videos. Wie regelmäßig das wird, weiß ich nicht. Ich kann euch aber sagen, dass aktuell hauptsächlich aufgrund der eben, ne, ihr seht ja, StarCraft kommen wird, StarCraft 2 of course. Diablo spiele ich glaube ich zurzeit mit den, mit Justin und Frank. Da kommt natürlich auch ein bisschen Diablo-Action hier auf euch zu. Gut, die ersten 2 Videos gab es natürlich Soundprobleme, weil Fraps natürlich auch gemeint hat, nö, deine Stimme, nee, du, nee, nee. Nö, nö. Was kommt noch? League of Legends auf jeden Fall. Da hat schon der ein oder andere gefragt, ob er mich adden darf. Natürlich dürft ihr mich adden. Ich schreibe euch meinen Gamertag von die... Nicht Diablo, aber ich schreibe euch mein Ding in Tag rein, in die Beschreibung von StarCraft und Diablo, da könnt ihr mich dann halt, ne? Und in LOL schreibe ich euch natürlich auch mein Gamertag rein in die Beschreibung. Ich schätze mal, das werden so Pi mal Daumen. 5 Videos die Woche, 4, eventuell 3, keine Ahnung, kommt drauf an, wie viel ich Zeit habe. Aktuell ziemlich viel Stress wieder wegen Schule. Und langsam geht es so in die Phase, wo ich nicht mehr so, also ich komme gut mit, das ist es nicht, das Problem, aber es ist nur, es ist halt viel Neues, es ist halt, ne, so langsam geht es halt Richtung schöne Punkte sammeln fürs Abitur und so und geht eigentlich die ganze Zeit schon so darum, aber jetzt wird es halt eng. Und ja, ich möchte gerne meinen Schnitt halten und eventuell verbessern, den ich hatte. Und deswegen gilt es halt einfach zu lernen und ich darf dann halt auch nicht so viel Zeit am Zocken verbringen. Aber ihr seht ja, StarCraft hat immer noch seinen Platz in meinem Herzen. Ich verlinke euch auch den, also ich verlinke euch auch die StarCraft-Schule von Okko in die Kommentare, auf, in die Beschreibung, in die Kommentare. Ich hoffe, ihr schaut da vorbei. Ist eine coole Seite auf jeden Fall. Anmelden und alle, die StarCraft-Fans sind, ne, schön da drauf ballern. Okko supporten und die StarCraft-Schule. Tolles Projekt. Hilft auf jeden Fall weiter. Ansonsten, was gibt's noch? Gibt's irgendwas zu berichten? Eigentlich nicht. Ja. Das wäre es dann fürs Erste, meine Freunde. Wir sehen uns beim nächsten Cast. Wäre das dann der erste? Das fällt dann aber nicht mehr in die Rubrik Let's Learn Zerg. Die wird dann ab sofort jetzt geschlossen. Ne? Ab dem nächsten Cast, ich sage jetzt nicht morgen, weil das gelogen wäre, ab dem nächsten Cast läuft es dann so ab, dass ich euch begrüße und dann spielt das Replay und dann analysieren wir einfach mal, was ich hätte besser machen können, was ich hätte besser machen sollen, um zu gewinnen und so weiter, was das StarCraft betrifft. Natürlich wird LOL noch gespielt, ab und an. Das ist aber eher ein selteneres Fach, muss man einfach dazu sagen. Weil da meine Motivation nicht gerade die höchste ist. Ne? Ist halt, Makro-Spieler bin ich nicht, ich bin eher der Makro-Spieler. Deswegen ist LOL nicht so meins, muss man einfach sagen. Diablo deswegen eigentlich auch nicht, aber ich finde es ganz lustig, weil die anderen immer dabei sind, deswegen spiele ich es auch. So, und bevor das Video eh wieder eine halbe Stunde wird und sowieso keiner mehr zuschaut, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich genieße jetzt mal die Sonne. Geht zum Tag der offenen Tür der Hochschule. Ne? Soul Reaper lässt grüßen. Bis dahin, Leute. Chosen.